Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LS15 Wildbachtal. Und zwar, das ist unser Matera mit unserer neuen kleinen, ja, praktischen Grube. Den habe ich auch schon vorgestellt als Mod. Richtig geiles Teil. So, wir gucken jetzt mal hier das weg. Erstmal den Frontkraftheber öffnen. Ich entschuldige mich schon mal, weil ich ein bisschen krank bin. Durch das Wetter jetzt hier. Und zwar, als kleines Thema habe ich für diese Folge mal. Und zwar, ich habe mir das LS15 Gold Addon bestellt. Heute ist der, wo ich aufnehme, der 30. Oktober. Ich habe es mir bestellt, weil mich der liebe Alkafeld P überredet hat, weil es halt so geil sein soll, habe ich einfach für 12 Euro auf Amazon bestellt. Und er hat es ja schon. Ich habe gedacht, dass es schon richtig geil sein soll und alles. Und ich dachte, komm, bestellst du es dir auch mal, holst du es dir an für 12 Euro. Naja, ich weiß, ich bin eigentlich so sehr Fan davon, für 12 Euro so, also so wenig zu haben. Muss mal kommen, tust es dir an, auch wegen der besseren Grafik. Weil das neue Addon nutzt ja mehr Shader-Einheiten der Grafikkarte. Gucken, wie das sein wird. Ich weiß nicht, ob ich eine Display darüber machen soll. Gerade momentan. Aber es kann sein, dass ihr, wenn das Video schon draußen ist, ihr guckt euch gerade an, dass dann schon das Projekt LS15 Gold Addon draußen ist. Das kann dann sein. Und mal gucken, wie das also sein wird mit dem Addon. Ob es sich gelohnt hat, das zu kaufen. Ich mache noch ein Fazit. Ich frage schon draußen sein, das Fazit, wenn das Video, dieses Video schon online ist. Also, mal gucken. Ja. Wir müssen jetzt hier mal Feldarbeit machen, schnell. Ich habe mir vorgenommen, als nächstes mal ein neues Feld zu kaufen, größeres. Weil wir ja schon am Kämpfen sind mit drei Feldern hier. Vier. Ich bin für Feld. Mal. Achso, die Karte ist ein bisschen anders gewesen, deswegen Feld. 1 da hinten. Da. Wenn ihr sehen könnt. Das wollte ich mir gerne kaufen. Für uns. Das ist ein schönes Feld. Da könnten wir auch später eine Wiese hinmachen. Entschuldigung. Tippt. Jetzt hier heute wurden auch schon die LS15 in den Kratz versendet. Also wirklich ein sehr spannender Tag. Heute. Der liebe Martin aus Österreich hat da schon ein Video zu gemacht. Ein Unboxing. Und ein kleines. Also Spieletest schon damit. Habe ich mir auch schon angeguckt. Anscheinend ist das Lenkrad ja doch schon gut verarbeitet, obwohl es Plastik ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn man es wieder bestellen kann, ob ich mir das kaufen soll. Weil das ist wirklich eine Stange Geld. Und das ist halt noch offen bei mir. Weil ich will irgendwann sowieso ein Lenkrad haben. Mir an das hole, weiß ich nicht. Aber die Seitenkonsole ist schon richtig geil. Also ob ich mir nur die Seitenkonsole kaufe oder dazu halt ein G27. Aber mal gucken, was es da so alles ergibt. Später. Wir haben endlich die 25 Abonnenten geknackt. Endlich. Heute, am 30. Oktober. Ach ja. Ich hasse es, krank zu sein. Doch nicht krank sein ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Wie ich diesen Zeto einfach liebe. Was noch fehlt, ist die Frontscheibe aufzuklappen. Aber ich glaube, das gibt es bei dem nicht. Ich könnte nochmal gebrauchen, wirklich. Dann können wir uns ja bald noch was für den Wald mieten, vielleicht. So ein Holzhänger. Uns mieten, damit wir mal ein bisschen den Wald können. Die Frontleiter haben wir hier, den Zeto hier.
unseren kleinen Steier. Wir was Kleines machen können, also Holz verkaufen. Ein bisschen. Der Wald ist ja groß genug von uns. Auf jeden Fall nach der neuen Wiese, also nach dem neuen Feld, einen neuen Traktor. Ein Class Arion 650. Einer Lieblingstraktoren. Mit dem Hoppla. Oh, jetzt. So, jetzt sind wir hier fertig. Mal gucken, was wir noch alles machen können jetzt eben, wenn wir schon dran sind mit dem Gruber. Das eben auch noch grubern. Jetzt nochmal nachgucken, wie viel Kühe wir haben. Erstmal so viele Maschinen, dann den Beinhänger, Traktoren. Wir haben 20 Kühe. Stroh haben wir. Genau, Stroh hatten wir hier gehabt. So. Als Güllefass will ich später meinen Lieblingsgüllefass kaufen, das Wienhof. 20.000, 200 Liter. Mal gucken, wie viel es kostet mal eben. Davon die V2, die ist heute am 30. rausgekommen. Ich würde nur empfehlen, das geile Teil hier, das ist das hier. Das ist die ältere Version, das ist die neue. Wie viel wir das kaufen? So. Den Gruber ersetzen wir auch mal gegen den richtigen Gruber. Das ist ja eigentlich sowas praktisch nur zum Eggen, nenne ich es immer mal. So, wieder ausheben. Falls ihr Fragen habt, oder so einfach mal in die Kommentare schreiben, oder mich privat anschreiben. Ich beantworte die sehr gerne. So. Ich meine die Kurve, ja. Vielleicht nehme ich dann auch so ein paar kleine Landgeräte hier mit rein. Alles 15 Gold Addon, damit wir dann so ein bisschen, obwohl ich finde, das ist schon eine schöne Marke, so 3 Meter Geräte, das passt dann perfekt. Zu unserem Hof, oder 4 Meter so, mal gucken. Die meiste Maschine, oh, das war's ausgelassen. Passt richtig geil, weil an der meiste Maschine wird wegen sich allem, also alle einzelnen Behälter, die den Mais-Samen setzen, die bewegen sich auch, das ist richtig geil. So, dann war ich schon fertig. Dann fangen wir mal gucken, wie viel das Feld kostet. Ja, 44.000. Gehen wir direkt mit dem Gruber hin, mal oben Menschen dran haben und im Traktor sitzen.
So. Ja. So. Sind wir mal wirklich fertig hier? Ja, 5 Pferde, das lassen wir auch noch. Setzen wir Wiese hin. Auf jeden Fall hier. Kann man mal gucken. Und wir fahren genau da rein. Entschuldigung. Das ist schon eine schöne Aussicht von hier oben, wenn wir mal gucken. Ja. Aufpassen mit den Spitzen hier. Ja, sind schon schöne Felder hier. Ach, dieser scheiß Zaun. Auf der rechten, auf dem rechten Feld habe ich immer schön Gras angesetzt, also gepflanzt. Oder angesät. Hier ist Feld 1. Mal gucken. 22.000. Ich habe eine Idee. Wenn man die hier wegsetzt, also sägen, hier wegsetzen, nach da zur Seite, mit dem Flug und dann kriegen wir hier ein schönes Feld hin. Das machen wir auch mal, denke ich dann. So. Vielleicht mal Feld 1. In die Mitte müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Bin ich vorbei, ehrlich gesagt. Mit dem scheiß Zaun. Jetzt müssen wir einen Standwerkswagen kaufen. Jetzt machen wir halt die Bäume da weg. Das geht schnell. Frontballer dran, Zange dran, Gewicht nach hinten. Dann fahren wir mal dahin. Den Gruber setzen wir hier rein. Nicht ausklappen, sondern einfach nur. Na so. So, perfekt. Dann klappen wir mal in die Fronthydraulik ein. So. Hängen es hinten dran. Tanken noch eben auf. Paletter. Das reicht. So ab und jetzt noch immer das. Die Holzzange kaufen. Poltergabel genannt auch. Zurücksetzen. Ja schon, dann passt das perfekt. So.
Level weiter. Die Hexen werden irgendwann mal klein. Die Bäume da hinten, die setzen wir jetzt irgendwo an den Rand hin. Ach, dieser Rotstein. Richtig nervt. So kann man nicht die schöne Aussicht genießen. Schon mal aufklappen. Lass mal fällen. Kettensäge raus. Nee, kein Husqvarna. Lieber eine Stielkettensäge. Die hier. Für Stiel. Perfekt, Baum fällt. Baum auch nicht. Okay, da ist die Bäume perfekt. Dann müssen wir uns eine Baumschubsäge noch leihen. Ja, das belasten wir erstmal. Hier. Hey, lol. Perfekt, holen wir mal ran. Einklemmen. Fahren wir jetzt einfach mal die alle mal hier hin. Hier anlehnen. Da stört die auch keiner. Können wir, denke ich, mal komplett nehmen. Dann wäre es mit der Baum gewesen. Der schaut schon richtig aggressiv aus irgendwie. So, den Drecksbaum hier. Das ist so ein Baum, scheiße. Egal. So, halt ein bisschen länger. Danke. Zwei Bäume weg. Fehlen noch die zwei.
Na, komm, gehst du jetzt ganz normal dahin? So, Leute. Das war's auch schon mit dieser Folge. Let's Play Wildpartei. Lasst ein Like und ein Abo da. Sag ich tschüss und schau bis zum nächsten Mal in eurer Lexen Let's Play. Wenn wir Baumstämme weg tun. Ast, eher gesagt, für Dinger. Und ciao.